vorbei. Bleib weit von mir entfernt, du bist reif, das heißt, du musst heute sterben, weil du ein Toy bist, hat dir Tobi nicht gezeigt, dass man lieber nicht mit dem Kreis Neues pickt. Okay, um dich nochmal an den Scheiß zu gewöhnen, ich bin wieder Notruf, gib die 1 vor die 12. Du musst das Wortspiel checken, ich komme vor wie Becker, kick die Runden und score im Battle. Du hattest alle, von Tobi über Easy bis Biozen, und komisch, dass ich von dir kein Release oder Demo kenn. Du willst ein Star sein, Flossen weg vom Mikrofon, dreh mit meinem Schwanz einen Film und nenn ihn dick und doof. Was mich angeht, brauchst du nur eins zu wissen, ich werd Hits landen, die Krautleisten fissen, inklusive deiner, die ich durch impulsiven Einsatz meinen Mikrofonhalter mit nem Gesichtsschutz hineinschlag. Agi ist erstmal geplättet, braucht sehr starke Tabletten, um das Herzrasen zu schwächen. Rake hier wie ein deutlich der Bessere, und Agi beißt fast ins Gras wie mit Joint in der Fresse. Okay, nenn mich Barbie, den Traum deiner Kindheit. Deine echte Freund verspürt und für dich hauptsächlich Mitleid. Trauriges Schicksal, wenn man so doof ist wie du. Du frisst Gras in der Hoffnung auf einen hohen IQ. Oder wie erklärt man sonst, dass du unstimmige Texte schreibst? Erst bin ich Barbie, kurz danach Mr. Hässlichkeit. Bitch, ich set dich gleich, bis man glaubt, du breitest Jotta. Denn danach wirst du Berliner deine Zeilen stottern. Aber das Lächerlichste war ja wohl die AIDS-Testline. Ach ja, für das Ergebnis musste ich mir dein AIDS-Test leihen. Ja, ich werbe für Kondome in extra large und dein Face überzeugt die Papst von der Pille danach. Ach, und noch was, lass meine Eltern aus dem Spiel. Dein Vater verpeilte doch, ihn rechtzeitig schnell rauszuziehen. Deshalb werde ich, was das Vater dann tun, und dich killen. Von Arbeitslosen hat der Staat ja genug. Du bist sozial inkompetent und chillst deshalb in Rap-Foren. Wenn man sich mit jemandem kurz schließt, denkst du gleich an Steckdosen. Du kannst mich nicht ficken, selbst wenn du es im Rap-Part schreibst. Denn bei dir gibt's weniger Verkehr als bei einem Westbahn-Streit. Und wenn du denkst, dass du dich vom Standard hier abhebst, reiß ich dir den Arsch auf, wie wenn man mit Sandpapier abwischt. Und dein Stuhlgang klappt nur unter Hilfestellung. Also mach besser kein Piep wie bei einer unzensierten Sendung.